Hast du es wenigstens aufgenommen? Ich weiß nicht, ob er es aufgenommen hat. Ich hoffe, er hat es aufgenommen. Ja. So, ich hoffe, dass es jetzt läuft. Warte mal. So, ich hoffe, dass es jetzt läuft. Warte mal. So, ich hoffe, dass jetzt läuft. Ich höre mich selber. Der Stream lief die ganze Zeit nicht. Wir haben die ganze Zeit vollkommen sinnlos irgendwelche Quatsch gemacht. Hammergeil. Also, heiße ich euch doch nochmal herzlich willkommen zum ersten Livestream. Das war jetzt eine Probe. Ja, eine Probe, genau. Eine Dreiviertelstunde lang Probe. Verflickt nochmal. Oh ja, du hast das Spiel gerade so schön gespielt. Och nö. Ja, dann mache ich es nochmal. Also mach Leute. Du mal, du brauchst noch ein bisschen Training. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zum ersten Livestream. Wir hatten gerade eben eine Dreiviertelstunden Panne, weil ich nur auf Vorschau gedrückt habe und nicht auf Start. Ach, auch noch. Hilfe. Neben mir sitzt mein alter Kumpel, Break. Ich heiße dich nochmal herzlich willkommen. Ja, ein weiteres Mal hallo und servus miteinander. Und alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Pick ja, da, zu dir. Schön. Ja, zu mir. So. Auch wenn ich nichts mehr an mir habe. Oh, da draußen steht noch genug. Ja, gleich. So, und wir haben eigentlich vorhin schon mal Kirby versucht vorzustellen. Aber weil jetzt gerade noch Doremi drin ist, zeigen wir euch jetzt hier Doremi. Die deutsche Übersetzung von den SNES Projects findet ihr dort im Download-Bereich. Ja. Und, Moment. Jo, mach ich. Das nächste Mal. Sei nicht so in deine Bildschirme verliebt. Einer reicht. Ja, Kill Bill sagt ja gerade, ich soll das nächste Mal doch besser ankündigen. Wenn ich einen Livestream mache. Das war relativ spontan heute ausgedacht. Und wir legen jetzt einfach los, Doremi. Wie gesagt, gibt es im Download-Bereich bei den SNES Projects zu finden. Aber es ist ein gutes Spiel, finde ich. Wir haben es uns jetzt ja schon mal angeguckt. Ja, also ich, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, der Zeichenstil hat ein bisschen was. Definitiv. So ein Mix aus Ranma, Zelda und was es noch so gibt. So, das ist hier die Story. Bisschen Comics-mäßig, finde ich cool. Ist das ein Schwein oder ein Hund? Oder ein Bär? Ein Schweinbär. Ein Schwer. Ein Schwer. Genau. Das ist ein bisschen schwer, das Schwer, ne? So. Na gut. Also, Kill Bill guckt uns jetzt zu. Ja, eigentlich sollte man sich gar nicht anmelden müssen, um das in dem Livestream zu gucken. Aber Kill Bill muss das irgendwie machen. Also das, was ich von Twitch kenne, ist eigentlich so, dass du das einfach auf deine Seite packen kannst und dann einfach ja, genau, kannst. Genau. Also ich hatte es ja auch schon mehrmals bei anderen Leuten gemacht, einfach auf die Seite gehen von denen, auf den Kanal und dann gucken. Das Einzige, was man halt nicht machen kann, ist dann den Chat benutzen. Ach, guck mal, das ist die Story von dem Spiel. Die haben wir vorhin gar nicht mitbekommen, weil wir über Mega Man gesprochen haben. Wollen wir nochmal über Mega Man sprechen? Schon wieder? Ja. Das war doch toll. Das war übrigens ein Bär, wie soll ich sagen. Weil Baloo, der Bär. Der sieht mir ein bisschen überdimensional als Overlord Maros. Aber guck mal, wie heldenhaft der guckt. Er hat meinen Bär entführt. Weißt du, dass ich das irgendwoher kenne? Das springt mir ins Gesicht, als ob ich das schon 100 Millionen Mal gesehen ja, habe. Ja, tatsächlich. Ich weiß auch nicht woher. Oh, achso, ich muss jetzt hier drücken. Was ist los? Papa, Amon hat Alice heißt der Bär entführt. Mhm. Was? Amon, der Magier. Das war ein Magier. Und nicht irgendein Warum böser Dämon. Magier, die Bösen. Das ist eine Frechheit. Wer soll's denn sonst sein? Der Priester? No? Wäre doch mal was so, Neues. Ich überspringe das jetzt hier einfach mal. Das ist alles wunderbar übersetzt. Wir haben das ja alles schon mal gesehen. Federn helfen dir um Felsen. Ihr seht, wir hatten über Mega Man gequatscht. Wir haben das nicht gesehen. Musst du alles verraten? Ja, ich hab das gerne. So, bis bald, ja. So, jetzt sind wir schneller. Wanderwald, so heißt hier die Welt. Die Welt 1 sozusagen, ist ein bisschen wie Super Mario aufgeteilt, Super Mario World. Gucken wir mal. Ja, der Onkel schießt hier mit Seifenblasen. Hat hier verschiedene Anzüge, je nachdem wie viel er Leben hat. Und jetzt sind wir gerade Link. Finde ich immer noch cool. So, müssen wir jetzt hier mal ein bisschen noch ranhalten. Hui! Willst du wieder den zweiten Level machen? Bowling! Nee, mach mal. Okay. Aber wir müssen jetzt wieder die Level noch ein bisschen angucken. Ich will ja das Spiel richtig vorstellen. Wie man sieht, das ist ein Jump'n'Run. Mit Blasen.
Aber ich finde es ein nettes Spiel. Also, das hätte ich damals vielleicht als Kind tatsächlich auch gespielt. Aber es gab es ja nicht in Deutschland, nehme ich mal so stark an, wenn es das nicht auf Deutsch gab. Ich würde mal sagen, ja, das gab es nicht in Deutschland. Zumindest für damalige Verhältnisse sieht es eigentlich relativ, Entschuldigung, niedlich aus. Also es sieht, ich finde ja den Stil von Super Nintendo sowieso geil. Also das müssen wir einfach mal so festhalten. Aber also der ist besonders. Warte mal, ich muss mal zurück, da war doch irgendwas. Guck mal da. Wie komme ich da hin? Ich nehme mal ein Wasser und dann tauchen. Da brauchen wir bestimmt. Wie taucht man? Na, wahrscheinlich kriegt es dann Taucherflossen oder Bleischuhe, so typisch. Wir spielen hier aber nicht Zelda. Ja, wir spielen halt, was das sehr ähnlich danach aussieht. Ja, zumindest vom Charakter her. Das, da rechts, die Wand kannst du auch noch kaputt machen. Ehrlich? Ja, alles, was nach diesen Hölzblocken aussieht, da kannst du gegenschießen. Oh fuck. Allerdings solltest du nicht auf die Stacheln treten. Ich hab's gemerkt, ja. Stimmt. Hey, geil. Da ist bestimmt irgendwas ganz, ganz Famoses versteckt. Jetzt habe ich's nicht gesehen. Das waren nur Klamotten. Kibbel, ich habe auch im Chat gerade was geschrieben. Siehst du denn das wenigstens? Wahrscheinlich sieht das nicht. Mal, ich schreibe hier mal kurz. Ich hab geschrieben. So. Er putzt seine Schuhe, das ist putzig. Aber wir wollten hier weiter gucken. Hier gibt es ja verschiedene Items, die man hier in dem Spiel verwenden kann. Oh, ach geilo. So hätte ich das vorhin schon machen müssen. Das ist ja nice. Da unten war ein Leben versteckt. Warte mal. Ist auch noch was versteckt? Ah, okay. Also das Höchste, was man haben kann, ist 2 Punkte sozusagen. Nehme ich mal so an. Hm. Und wenn man voll ist... Sieht man aus wie links. Ja, erstens das und zweitens kriegt man dann Punkte. Also wenn man dann nochmal so Klamotten einsammelt und so. Weiße Bescheid. Mhm. Also Punkte und die Noten da oben. Ach, kriegt man dann auch dazu. Bist du nicht der Meinung, dass du gleichzeitig welche eingesammelt hast? Nee. Ich bin der Meinung, dass es Klamotten waren. 2 Klamotten übereinander. Nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es toll. So, Goal. Goal, nicht Goal. Goal kommt von Golem. Ja. Definitiv. Ist das jetzt hier wieder die schwierige Welt von vorhin? Nee, ich glaube, das ist die nächste. Okay. Wobei, doch, das könnte die sein mit den ersten Blättern. Ja, du hast es eilig und du schaffst es auch noch. Das ist so gemein. Ich bin halt einfach awesome. So, ist jetzt hier Knallbonbon. Ist egal, was ich mache, ich kann es nicht einsetzen. Das konntest du bei dem Schuh auch nicht, den wir vorhin gefunden haben. Ah, jetzt hast du Schuh gesagt und jetzt wollte ich fliegen. Also... Da fällt was von oben und der Pickhunter springt dagegen. Nein! Ach, gucke, das macht der Bonbon. Wer will jetzt noch fliegen? Du lässt natürlich wieder genau dann los. Oh Mann. Triffst es im schlechtesten Moment. Das war also kein Bonbon, sondern es war ein Kaugummi. Das sieht doch gleich aus. Ja, irgendwie sah es gleich aus. Ein Kaugummi. Ja, 100 Noten sind übrigens Leben, wie man gerade gesehen hat. Ach, nee, habe ich nicht mitbekommen. Alter Vater. Macht denn der jetzt einen auf Hulk? Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ich bin so blöd. Ja. Alter. Hier mach du. Ich bin dumm. Mein Gott, und ich muss wieder einen Tag retten. Ja. Ah, jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen chatten. Oh, dann wollen wir noch mal gucken. Oh, Kibbel schreibt hier eine Menge wichtige Sachen. Ich kann jetzt den Chat... Also, ich sehe jetzt den Chat. Jetzt kommt was. Haha, geil. Ich soll euch von Kibbel mal ausrichten. Auch noch später wichtig für die... Ich nehme ja nebenbei auf. Das wird ja noch bei YouTube hochgeladen, wer jetzt nicht dabei sein kann. No, der toll. Wird sich darüber freuen. Ja, du bist dann bei YouTube vertreten. So ein Scheiß. Ey, das soll man nicht. Also, bitte. Ja. Das spielt Doromi Fantasy. Kann keiner aussprechen den Namen genau. Translator und so weiter. Das stand ja alles vorne mit dabei. Falls man es gesehen hat. Ich nehme mal an, dass man es gesehen hat. Da habe ich ja, glaube ich, schon auf Aufnahmen gedrückt. Kann ich nicht sagen. Ist eine Fortsetzung von Milons Secret Castle für den NES. Der NES, das NES.
darf sich jeder mal wieder raussuchen, wie er es wirklich nennen möchte. Hast du jetzt die Passage schon geschafft? Nee. Ja. Doch? Wie du da siehst, Gold. Oh Mann, du bist so awesome. Ich kann's nun mal, kann ich auch nichts dafür. Ja, Kibbel sagt, dass das Spiel macht viel Spaß und könnte für erfahrene Gamer aber ein bisschen einfach sein. Das ist durchaus möglich, aber es macht trotzdem wirklich auch Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Also das war bis jetzt cool. Verdammt. Das ist eine der einzigsten Übersetzungen von Ghetto Youth, der das übersetzt hat halt. Ey, geil. Ich kann dir hier zugucken, wie du spielst, ohne dass ich dir zugucke. Das ist ja toll. Kannst du mir also ein weiteres Mal auf den Keks gehen, ohne dass ich was mitkriege? Toll. Ah. Mhm. Ah, der Herr Übersetzer, der das Spiel übersetzt hat, der hat einige Skills, wurde mir gerade zugespielt von einer zuverlässigen Quelle. Danke, Kill Bill. Er kennt sich halt aus in der Materie. Er ist ja nicht umsonst Moderator. Super Moderator, wenn ich mich recht erinnere, bei den SNS Projects. Ich möchte die Seite gerne nochmal erwähnen. Dort findet ihr die Übersetzung in der Datenbank. Nein, ich muss das sagen, weil ich habe nämlich einen Pakt mit den SNS Projects, dass wir uns gegenseitig pushen, wo es nur geht. Naja, muss in einer guten Community so sein. Ja, richtig. Wir spielen. Angefangen damit habe ich ja auch mit diesen Let's Plays, mit den Beta-Tests zum Beispiel für Sailor Moon Another Story fürs NES, fürs SNES und Dragon Quest läuft ja auch gerade für das SNES, Dragon Quest 3. Mache ich ja nicht nur, weil es mir Spaß macht oder weil ich irgendwie Viewer cashen möchte oder irgendwas, sondern weil ich auch der Community was zurückgeben möchte, die sich da den ganzen Tag hinsetzt und da Spiele übersetzt und so weiter. Und Cover baut und sich das Ganze aufs Modul macht und dass das alles richtig cool ist und so weiter. Weil damals haben es ja die Hersteller, Nintendo und so weiter, nicht geschafft, die exzellente Spiele wie dieses hier in Deutschland rauszubringen. Ja. Damals? Ich muss betonen, das ist heute immer noch so. Ach, ja. Verdammt, gut. Siehst du, und jetzt hast du mich schon wieder abgelenkt. Ja, das war mein Ziel. Ja, Kill Bill, du sagst es ganz genau richtig. SNS Projects. Geballter, also, es ist. Ich kenne gar keine andere Seite, deutsche Übersetzungsseite. Muss ich jetzt mal so ehrlich sagen. Aber es ist wahrscheinlich die Seite mit den meisten Übersetzungs-Downloads und so weiter und aktive Community. Genau, alles bei den SNS Projects. Was kann. Ach, guck an. Was auch immer das sein halt soll. Halt nochmal schießen, gedrückt und bleib stehen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, aber was genau macht er? Ah, der hat wahrscheinlich, ich weiß, was er macht, pass auf. Und zwar, der hat Seife verschluckt, deswegen kann er die Blasen machen. Und wenn er die Luft anhält und dabei ein bisschen wackelt, dann kommen halt ganz viele Blasen. Hm. Er ist also eine wandelnde Seifen. Er ist eine Seifenblasenmaschine. Er ist eine Seifenblasen, ein Seifenspender halt. Seifenspender. Und mit verschiedenen Geruchsaromen, da du drei verschiedene Farben hast, oder wie? Ja, Erdbeer, Limone und Blaubeer. Blaubeer. Ja, Seifenspender. Die erste Welt werden wir jetzt mal fertig machen, wie es aussieht. Ich hoffe, das Spiel ist danach nicht vorbei. Ich würde mal sagen, nicht, und das wäre ein bisschen Weil ansonsten wäre es ein 5-Euro-Titel. Aua. Der war fies, ja. Ah, das ist. Kommt deine Schuhe dir echt zum Vorteil, ha? Naja, das war gerade nur gut eingesetzt. Ja, das ist sehr gut, wenn man Sachen gut einsetzen kann, seine Items. Ups. Das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn man seine Karten nur zu nutzen weiß. Bla 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 bla. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber ich hatte damals wenigstens ein eigenes Deck. Ja, und hast mich nur einmal besiegt, weil du mich einen Kartentod getrieben hast. Ja, das war toll. Damals gab es die Regel noch nicht, dass man nur irgendwie 60 Karten maximal mitnehmen kann. Ja, ich bin der Meinung, sie gab es schon, aber wir hatten sie halt einfach ad acta gelegt, weil es angenehmer war. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals in dem Handbuch, wenn man es Handbuch nennen kann, drin stand. Aber egal, mit 140 Karten gegen 80 Karten hat man halt gut gespielt. Naja, wenn man schlecht gezogen hat, auf meiner Seite. Oh, ein Stückchen Story. Tch,
Kill Bill möchte jetzt gerne wissen, ob das Spiel überhaupt Spaß macht. Natürlich macht das Spaß, sonst wollten wir es gerade nicht weiterspielen. Sonst ja, wie du glaube ich schon festgestellt hast, es ist ein bisschen einfach. Aber man muss halt erst einmal also, sich's angucken, bevor man überhaupt was dazu sagen kann. Es muss auch einfache Spiele geben. Darf es aber auch nicht zu einfach sein. Ich erinnere nur gerne an Zelda Skyward Sword, wo dir alles vorgekaut wird, 3000 Mal, bevor du dann, dann genau das machst, was ja deine Fei dann sagt. Daran will ich mich nicht erinnern. Ja. Ich hab's, by the way, gestern oder vorgestern mal wieder gezockt. Ach man, ja, es tut mir leid. Das sind gute Ideen von dir, Kill Bill. Das haben wir vorhin alles schon erwähnt. Wir haben Vergleiche gezogen bei diesem Spiel. Was haben wir da alles gesagt? Erinnert ein bisschen an alles Mögliche. Also vom ich weiß nichts mehr. Mach mal ein bisschen weiter, ja. Gut, okay. Also auf jeden Fall von der Grafik her, vom Intro hattest du gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Schlümpfe. Ja, der Typ sieht ein bisschen aus wie ein ja. Schlumpf. Nur, dass die Klamotten blau sind und nicht die Haarfarbe. Hautfarbe. Vom Ausdruck her, von seinen Emotionen, erinnert er irgendwie tierisch an Ranma. Absolut. Und vergleichbar. Ja, teilweise, stückchenweise ist es ein bisschen vergleichbar mit Sonic eigentlich, durch diesen Bumper. Ja, aber auch nur durch den Bumper. Und na, durch die versteckten Passagen teilweise. Ja, ist aber auch bei Mario. Doch, ja, aber nicht so exzessiv wie hier. Hier bist du ja richtig auf der Suche nach Items gewesen, sozusagen. Also, du kannst direkt nach Items suchen in diesem Spiel, wie zum Beispiel den Schuh, den du da gefunden hast. Mhm. Oder wie es da vielleicht noch irgendeinen so Tauchersanzug gibt oder sowas. Achtung, die Nase ist eklig. Was macht ein Pinocchio hier? Von der Steuerung her kommt das, finde ich, Mario relativ nah. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich direkte Steuerung. Nicht irgendwie wabbelig wie andere Spiele, die mir gerade nicht einfallen, aber ich weiß, dass es sie gibt. Du hattest vorhin New Super Mario Bros. Gesagt. Ja, New Super Mario Bros. Für Wii, hatte ich vorhin erwähnt. Als die Aufnahme noch offline war, aus Versehen. So vom Vergleich her von der Steuerung. Es ist überhaupt nicht annähernd so wabbelig, eklig wie New Super Mario Bros. Auf der Wii, sondern es ist richtig schön direkt, ist richtig schön knackig sozusagen, so wie das sein muss für einen Jump'n'Run einfach nur. Man drückt auf den Knopf, genau. Und es passiert. Ja, genau. Man lässt los und es hört auf. Und da muss der nicht noch 10 Meter weiter rennen. Oder wenn man mit dem Controller wackelt, dass er dann auf einmal hochspringt und so ein komisches Zeugs. Über diese Bewegungssteuerung will ich gar nicht erst eingehen. Das ist so mir ein Zocker, ein Dorn im Auge. Ich finde, man sollte es optional deaktivieren können. Jetzt bei der Wii. Gerade bei Mario ging es mir teilweise auf den Keks, weil wenn ich jetzt da irgendwo eine schwierige Passage habe und ich renne da einfach durch, weil es mir so viel Spaß macht, dann kratze ich mich gerne an der Nase. Und dann mit der Fernbedienung nach oben. Und dann kratze ich mich an der Nase und dann macht er und springt dann tausendmal rum. Und das ist, jetzt musst du nach links, das habe ich schon ja, mal. Ja, ja. Das habe ich schon mal gesehen in einem Speedrun. Och, gucken wir, starten wir. Oh. Luftblasenmehrschuss, los, benutzt den. Interessant. Also ich stehe ja eigentlich mehr auf mehr Reichweite. Ich finde, ja, mach was du denkst, du spielst ja selber. Aber ich denke mal, die Items sind generell einfach vorhanden. Das kann auch sein. Weil ich drücke ja gerade rum, es passiert nichts. Ja, dann gehst du halt wieder raus. Ja, stimmt, du kannst jetzt viel weiter schießen. Du kannst bestimmt auch schneller schießen, oder? Ja. Ja, das ist ja nice. Also Level-Ups, also Power-Ups gibt es ja in dem Spiel. Nicht nur in Form von Items, sondern auch von Leveln. Habe ich das richtig gesehen? Nee, Level nicht. Das sah aus wie Level. Das sind Items, die ich unterwegs eingesammelt habe. So. Die Blasen habe ich vorhin irgendwo eingesammelt und... Ah, okay. Der Wanderwald Level 6 ist halt das Level, wo wir gerade sind. Und nicht ein RPG-mäßiges Level, wie man es so von Rollenspielen kennt. So, jetzt wird's schwierig, weil jetzt muss ich mich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Einmal IRC und dann noch Twitch mit Chat. Ich kann mir diese dämliche Arschlochmeldung nicht wegmachen. Jetzt habe ich sie weggemacht. So, Chat einblenden, bitte. Du sagtest, ich muss nach links. Wo genau nach links? Ganz nach links. Jo. Ja. Und da hast du auch nochmal sowas, wo du tanzen musst. Ja, das Tanzen tut er ja zum Glück alleine. okay. Ja, jetzt sehe ich. Muss man doch nicht tanzen? Nö. Erstmal okay. In die Tür rein. Dachte, dann müssen wir weiter auf tanzen müssen, oder nicht?
Hier müssen wir tanzen. Ach, da musst du tanzen. Cool. Wobei ich denke mal, er wackelt eher hin und her, weil sich die komplette das kann Area auch sein, bewegt. Ja. Das kann auch sein. Oder umgedreht und der Level wackelt, weil der tanzt. So schlecht kann keiner tanzen. Auch wenn das nicht unbedingt nach einem guten Tanz aussieht. Du hast mich noch nie tanzen sehen. Doch, ich glaube, auf deiner Hochzeit konnte ich dich beobachten. Ich hab's aber lieber gelassen. Ey, wir sind fast in den Baum reingerannt, der da sinnloserweise rumstand, mitten im Raum. Echt? Ja, das habe ich, siehst du, das habe ich noch nicht mal gesehen. Ja, siehst du. Kannst froh sein. Mhm. Soll ich dich bis heute noch damit aufziehen? 5 Zuschauer haben wir. Würde mir gerade mal wieder zugespielt. Von meinem treuen Berater Killbill. Vielen Dank. Ich habe hier mein Browserfenster so unendlich klein gemacht müssen auf dem Laptop, dass ich wirklich nur noch den Chat sehe und nichts weiter. Damit ich den IAC nebenbei noch offen habe. Offen haben kann. So. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Und Scheiße. Oh, jetzt brauchst du noch. Ja, das hatten wir ja vorhin in den, bei den Items gesehen. Ja. Sag du mal noch was zu dem Spiel jetzt einfach mal, bitte. Ach, was zu dem Spiel? Ja, fällt jetzt sowas irgendwas. Würdest du das Spiel nochmal spielen wollen? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Das ist immer so eine Sache, da muss ich entweder Lust drauf haben oder nicht. Also für eine schnelle Runde ist es auf jeden Fall mal gut zwischendurch. Oder auf wenn die kleine Fall. Schwester mal zu Besuch kommt und jetzt sagt, ich will jetzt mal was spielen. Oh, Super Mario ist mir zu schwierig. Und dann machst du das Spiel rein sozusagen. So ungefähr. Okay. Ja, sehe ich ähnlich. So, hier ist nichts. Es geht nicht weiter. Leute, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Du weißt nicht, wo du lang musst. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, ach, du brauchst den Schlüssel, ja. Na, mal alles abklappern, auch wenn ich da schon war. Das erinnert mich an diverse andere Spiele. Ich sag nur Super Metroid. Wo man. Nein. Mal wieder der Klassiker. Man hat nicht richtig geguckt. Was heißt denn nicht richtig geguckt? Einfach ich bin blindlings dran vorbeigelaufen. Ja. Wie wär's denn damit? Einfach direkt mal blind gewesen. Genau. Aber hier sieht doch alles so hölzern aus. Von der Grafik her gefällt mir das Spiel übrigens sehr gut. Habe ich das schon mal erwähnt? Noch einmal und ich hau dir mit der Grafik eins ums Ohr. Mach das. Darf ich dir mal hier dein Fläschchen öffnen? Voilà. Ich bin ja gar nicht noch beschäftigt. Wir werden danach, wenn wir diesen Level dann abgeschlossen haben, ist das jetzt hier der Endlevel von der Welt, nehme ich mal an. Ich glaube danach kommt entweder danach oder ja, wir machen zwei Level. Wir noch werden Endboss. Vermutlich noch den Boss fertig machen und dann werden wir noch mal eine Runde Kirby reinhauen. Ja, da wir es ja bei der Vorschau gezeigt haben, ne? Nur die hat keiner gesehen. Ja. Jetzt möchte ich jetzt auch nochmal ein riesengroßer Fail vorhin. Wir haben eine Dreiviertelstunde lang saßen wir hier, haben gespielt, voller Elan. Und dann wurde gesagt, ich sehe nichts im Livestream. Und dann habe ich nachgeguckt und tatsächlich, wir hatten Vorschau an und nicht Stream starten. Toll. Und wer ist schuld? Der Pikanter. Ja, so bin ich da, Endgegner. Er läuft rosa an. Der haut ja mit so einem Ding vor den Kopf. Achso, der kommt jetzt bestimmt. Oh, doch nicht. Die Bäume erinnern mich jetzt ein bisschen an Kirby. Ja, aber... Wir könnten auch ein anderes Spiel spielen. Aber dann... Wie hieß es denn? Crystal Beans from Dungeon Explorer könnten wir auch spielen. Was wäre euch denn lieber, liebe Zuschauer? Kirby's Fun Pack oder Crystal Beans from Dungeon Explorer? Könnt ihr euch mal raussuchen. Die Frage, muss ich den jetzt mit den Seifenblasen treffen oder muss ich noch einen Kopf bringen? Du musst den... Weiß ich nicht. Vielleicht beides. Ups. Ich nehme an, du musst den erst treffen und dann auf den Kopf springen. Das wäre ein bisschen zu viel Arbeit, wenn ich ehrlich finde. Das wäre für die restlichen Level ein bisschen viel, das stimmt allerdings. Aber probier es einfach mal aus. Ne, okay. Blasen reichen. Waren so nice. Geschätzte 15 Stück, aber es reichen. Kirby's Fun Pack wurde gewählt. Demokratisch oder einfach mal erzwungen? Das hat Anna gesagt. Okay. Warte, was? Hey, dir ist eine Flöte auf den Kopf gefallen. Ja. Nice. Autsch, sagt er. Ja, das auch. Das müssen wir uns jetzt aber noch mit angucken. Oh, das ist eines dieser legendären Instrumente. Jetzt die Sterne finden und den Fluch bannen. Ah, die Sterne sind mein. So, und ich wünsche euch damit schon mal viel Spaß, das Spiel selber einfach mal auszuprobieren. Welt 1 ist damit abgeschlossen. Ich krieg den Controller jetzt zurück. Und wir machen jetzt noch eine Runde Kirby's Fun Pack. Drückst du mal bitte Escape. Escape. Load und Kirby's Fun Pack machen wir jetzt rein.
Und los geht's. Ja, Kirby's Fun Pack auch auf dem Super Nintendo. Wir haben hier den Emo nicht gewechselt. Ich finde eines wirklich immer noch der absolut besten Spiele, die es auf dem Super Nintendo gibt. Zumindest Jump'n'Run mäßig. Und Kirby mäßig sowieso. Von 95 Hell Laboratories Incorporate, Incorporation, wie auch immer. Man weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Incorporation, bin ich immer noch der Meinung. Wie man sieht, wir haben vorhin schon mal angefangen, aber wir fangen nochmal von vorne an. Jetzt mal so eine Frage, kam das überhaupt in Deutschland raus? Nein. Nicht, wirklich nicht, dass ich wüsste, dass es überhaupt in Deutschland wirklich rausgekommen ist. Nein. Also ich kenne es tatsächlich also nur als die Originalfassung. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt ein Remake für ein NDS, das ist fast dasselbe, nur ein bisschen mit aufgebohrter Grafik, theoretisch. Da ja die Bildschirme viel kleiner sind und man ist jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist keine 100%, das ist keine 100% Übersetzung, das habe ich mitbekommen. Bei dem Übersetzungspatch dazu stand nur da keine README. Ja, ist natürlich blöd, aber es ist keine 100% Übersetzung, wie man hier sieht. Es ist auch nicht 100%ig fertig, wie wir vorhin mitgekriegt haben. Ja, da ist auch ein riesen Bug drin gewesen. Aber das ist ja egal. So, das ist jetzt ja aber schon auf Deutsch. Spielst du zum ersten Mal? Nein. Soll dir das Kopieren erklärt werden? Nein. Und das wurde allerdings nicht mitgefixt, beziehungsweise es wurde perfekt mit übernommen. Man bekommt die Einleitung trotzdem. Ich habe hier vorhin keine Fehler mitbekommen, eigentlich. Hast du da Fehler mitbekommen bei der Übersetzung irgendwie? Man achtet ja auch selten drauf, ne? Wenn ich mitlesen würde, vielleicht, aber von dem, was ich gelesen habe, war bis jetzt. Okay, wir legen jetzt auf jeden Fall los. Möchtest du wieder deinen Lieblingscharakter haben? Nein, will ich nicht. Aber ich hab. So. Auch nochmal loslegen hier. Das ist jetzt, Kirby's Fun Pack ist so wie ein 7-in-1-Paket sozusagen. Mehrere Kirbys in einem Modul zusammen. Über ein schickes Menü auswählbar, hat man ja alles schön gesehen. Und das jetzt hier, Spring Breeze, ist quasi ein klassisches Kirby. Hey, du hast die Spezialfunktion entdeckt. Naja, Taste drücken und gedrückt halten ist ja auch nicht so schwer. Man sollte nur nicht abstürzen dabei. Aber das ist ja das Schöne. Ja. Ich bin ja der zweite Spieler, ich kann ja machen, was ich will, ich komme immer wieder. Ach, da soll mal einer sagen, der erste Spieler hat immer Vorteile, ja? Naja. Er hat nicht nur Frame-Vorteile, sondern auch noch andere Vorteile meistens, aber nicht bei uns, ja. Ach, ich hätte ihm jetzt so einen Beam vor dem Kopf. Nee, ich will die Bombe haben. Also. Oh. Das war aber keine Bombe. Na dann, ich wünsche dir ja schon mal viel Spaß dabei. Hier gibt es noch andere Spiele mit dabei, unter anderem Schätze sammeln. Da haben wir vorne einen Bug entdeckt. Bombe. Ah, die wollte ich haben, genau. Und da, das waren Kategorie A-Bug, B-Bug, C-Bug. Du kannst das immer so gut einschätzen. Kategorie C war einfach bloß ein einfacher Grafikfehler. Ich glaube, A war komplett unspielbar. Okay. Also es war tatsächlich dann komplett unspielbar. Man hatte bloß irgendwelche hässlichen Grafikfehler gesehen und wenn man reingegangen ist, dann kam auf einmal die Endemelodie für den Level, obwohl es bei der Schatzsammlerei gar kein Levelende gibt. Und ja, danach konnte man sich nicht mehr bewegen. Sehr praktisch das. Also es wurde quasi die Endsequenz komplett abgespielt. Kirby hatte sich, glaube ich, auch bewegt, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja, man hat ein Stückchen weit was gesehen, ja. Und es war einfach abgeschlossen, aber es ging halt nicht weiter. Ja. Und danach haben wir dann Doremi reingemacht und es wurde dann festgestellt. Ja. Gibt's hier noch Schönes zu diesem Spiel zu erzählen, außer dass es einen Zweispieler-Modus hat? Es hat ein richtig cooles Minigame mit drin. Hier dieses Ninja-Dingens, Kirchens. Ach ja, die kleinen Späße mit, da. Mit Reaktionsfähigkeit. Wer halt schneller zur rechten Zeit den Button drückt und der hat dann gewonnen. Das haben sie richtig cool inszeniert zum Beispiel. Und das andere Minispiel ist ja Mega Punch, wo du dann drei verschiedene Balken hast und die möglichst perfekt treffen musst. Und dann zerhaut Kirby die ganze Welt und man zerhaut dann gegenseitig gegeneinander die Welt. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Wie gesagt, also die Originalfassung kenne ich nicht. Ich kenne nur das Remake vom NDS. Ha? Das habe ich ja relativ nicht aktuell gespielt. Ich wäre mir nicht mehr so sicher, ob es tatsächlich ein Remake war. Das müsste man nochmal nachforschen. Ja, also ich würde mal sagen, das ist ein Remake, da es beide Monitore benutzt hat. Ja, was könnt ihr auch in, aber ansonsten ist das eigentlich fast 1:1 übernommen. Das gab's doch letztens das Thema im Circuit Board, was ist eigentlich ein Remake? Oh. Ist ein Remake jetzt nur was grafisch aufgewertetes oder ist ein Remake jetzt, wenn man was dazu baut? Was ist eigentlich ein Remake? Dazu müsste man es genauer definieren oder so. Eben. So einfach ist da was zu sagen, ist ein bisschen schwer. Das ist dann natürlich alles wieder Interpretationsfrage. Genau.
ihn mal nach unten. Ja, ich kann ihn nicht nach unten schmeißen. So. Bitteschön. Oh, was? Geh mir nicht auf den Keks hier. Das hier ist eine echt fiese Stelle, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schiebst du mich mal nicht her? Ich schieb dich immer. No. Immer zu. Jo. Unsichtbarkeit möchte ich jetzt auch nochmal gerne erwähnen. Früher hieß das nicht Unsterblichkeit oder irgendwas anderes, sondern Unsichtbarkeit. Falsch übersetzt von der falschen Übersetzung. Ja. Also vom Englischen ins Deutsche schon falsch übersetzt. Ach, wie wir vorhin schon erwähnt haben, es wurde ja eigentlich immer mit Invincible übersetzt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es im Japanischen heißt, aber daher kommt das. Ja. Also bin ich zumindest der Meinung. Hm. Man kann mich gerne korrigieren. Aber vielleicht ist im Japanischen das Wort für unsterblich und unsichtbar auch das gleiche. So wie ja. Delfin und irgendwie Seeschwein doch angeblich das gleiche sein soll, laut Asumanga Daio. Ach, Asumanga Daio, halt. Ich wollte gerade sagen, nimm mal die Kraft ab. Ja, die Spinne weg. Ja. Ja. Bitteschön. Juhu. Ich nehme den anderen hier. Das Gescheite. Na, danke schön. Du bist so liebenswürdig zu mir manchmal. Immer. Ja, dafür musst du nicht den Endgegner kaputt machen. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und nach diesem Endgegner werden wir wieder das nächste Game anfangen. Oha. Das ist fies. Gemein. Also das hatten wir noch nicht. Warte, komm her. Komm her. Ich kann hier nichts machen. Dann mach du mal. Ich setz mal aus. Nö, ja. Boah. Das ist so ein cooler Glitch in dem Spiel. Bang. Kaputt ist er. Kebel, hat das Spiel schon mal zu 99% durchgespielt? GZ? Auf jeden Fall, das ist Respekt wert. Weil das Spiel, also es ist alles riesengroß. Wie gesagt, schon allein die Schatzsuche, die ganzen Schätze zu finden, ist extrem. Ich denke mal, da wird es auch hängen geblieben sein, oder? Würdest du jetzt gleich ein Reset einlegen? Jetzt? Sehr gut, und jetzt zeigen wir euch mal ein anderes davon. So. 4% haben wir jetzt dadurch geschafft nur. Und zwar, bist du bereit für die ultimative Schmach? Da muss ich ja die Tasten richtig treffen. Nee, du musst nur irgendeinen Knopf drücken. Also. Drücke sofort einen Button, wenn du Ausrufezeichen siehst. Ja, 99 Matches natürlich. Wir machen mal 5. Best of 5. Hm. Schauen wir mal. Naja, dass du immer die Musik nachmachen musst. Ja, so bin ich. Hammergeil! Schon mal gut. Sind das jetzt 16 Frames oder 16 Millisekunden gewesen? Na, Frames wäre ein bisschen wenig, oder? Ich weiß es nicht. Und Millisekunden hoch. Nein! Verdammt! Ha! Okay, das. Jetzt zählt nicht mal die Ausrede von wegen kabelloser Controller. Ja, siehst du mal. Ich muss dich noch richtig ablenken. Ich muss dich an die Füße treten. Oh, wer ist da? Naja, dann versuch mich mal zu treten. Das wird jetzt hier noch eine Weile dauern, Leute. Also für auch mal ein schnelles Match mit einem Kumpel neben mal zwischendurch auf einer Party. Auf jeden Fall geeignet. Naja, du musst dich halt nur mal konzentrieren, vielleicht wird's dann was. Ja. Aber wir hatten ja schon mehrmals festgestellt, du benutzt zwar Linux, aber multitaskingfähig bist du nicht. Ja, das auch. Die haben hier übrigens unterschiedliche Waffen, teilweise Bratpfanne und so ein Mist. Verdammt! Das war jetzt viel zu schnell für mich. Ich bin gut. So, wie viele haben wir jetzt noch übrig an Kämpfer? Ich denke mal. Zwei? Ich denke mal. Zwei noch. Hm. Summe Best of 5. Hm. Jetzt hat man aber sogar einen Lag, ich hab's genau gemerkt. Ein Lag? Ja. Jetzt schiebst du es wieder auf. Okay. Nettes Spiel. So, zurück. Und Mega Punch, natürlich auch nochmal. Müssen wir ja vorstellen, mal. Wenn du schon ansprichst, dann muss das so sein. Du kennst das ja, ne? Ich glaube. Ach, du glaubst. 3 Matches reichen hier. Bitteschön. Also immer schön, du hast schon erkennen. Die beste Stelle halt treffen. Das hat gereicht. Ja, es ist wie in Street Fighter, genau. Die Reaktionsfähigkeit und dann laggt das Spiel. Genau. Street Fighter ist ja bekannt für seine Lags, wenn ich spiele. Ja, du hattest ja auch mehr Zeit.
wie ihr gesehen habt, der Planet ist beinahe komplett auseinandergefallen. Aber ich glaube, es geht nicht bis komplett durch. Oh, jetzt hast du aber wenig geschafft nur. Boah. Nur. Hätte 181 Megatonnen. Und nur Mario und Luigi im Hintergrund. Weil die ganzen Nintendo-Characters. Oh, mehrmals? Ja, mehrmals. Schon wieder. Das muss sich auch lohnen. Warum ein Mario, wenn man noch zwei haben kann? Hm. Warum sind wir so schlecht? Normalerweise müssten wir hier über 190 bekommen. Na gut. Ha! Mmh. Kirby win. Damn. Gibt's das? Trotz ein Punkt mehr. Tja. Okay. Wollen wir das nochmal zeigen? Immer zu. Hau rein. Das ist hier die Schatzsuche und die ist wirklich echt intensiv. Wir drücken auf Nein, wir bekommen wieder eine Anleitung. Suche versteckte Schätze und drücke nach oben und so weiter und so fort. Zumindest kannst du nicht. Ich kann euch auch nur empfehlen, das Spiel euch mal anzugucken, falls ihr es noch nicht gespielt haben solltet. Obwohl, das kommt noch Free for Life fast gleich. Ich heiße dich wieder herzlich willkommen als Fighter. Juhu. Grüß dich. Immer noch einer der besten. Ja, einer der besten Charakter in dem, also Fähigkeiten im Spiel, auf jeden Fall. Aber am coolsten finde ich den Metal Blade. Oder wie auch. Metal Blade. Jetzt fange ich schon an, hier mit Mega Man-Begriffen um mich zu werfen. Du hast zu viel Mega Man gespielt, gibt's da einen. Ja, vor allem Mega Man 2. Den einfachsten von allen. Aber ist ja egal. Er macht Spaß. Der mit dem Schwert halt. So, den zweiten nicht, ne? Den zweiten, also die anderen alle nicht. Und den hier ja. Ich nicht, mach mal. Ja. Okay. Und du machst es natürlich wieder kaputt. Es war so. Oh, klar. Na gut. Huch! Ja. Ne? Ich bin halt doof. 200 ist maximal. Bei dem Mega Punch. Wusste ich's doch. Ach so, mehrmals. Ja. Bei Kirby kann man noch mehrmals springen. Hey, ich kann hier Griffe machen. Ein Hadouken würde ich jetzt gerne machen. So, jetzt machen wir nochmal die Action. Hilfst du mir wieder? Ja. Ah! Falsch, erste. Ja, wieder das Menü aufgemacht. Verdaulicher. Ich schmeiß schon mal die Kraft weg, die brauche ich ja eh nicht. Ja, sonst vergleichst du es wieder. So, haben wir's. Sehr nice. Beim ersten Versuch gleich. Vorhin haben wir's hingebraucht. Mhm. Gefühlt zumindest. Ja, weil du ständig irgendwelche Tasten gehämmert hast, ja. Dann die was rausgab. Genau. So wie ich gerade. Kann man den nicht einsammeln, sag mal? Geht's nicht. Ich glaube nicht, die hatten eh nichts. Hm. Naja. Okay. Weiter geht's. Hadouken! Da war's nämlich, ich hab's ganz genau gesehen. Ja, Energieteilen gibt's in dem Spiel. Welcher? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Welcher Kirby-Teil war der erste, wo man sich schon die Energie mit seinem Mitspieler teilen konnte? Das weiß ich nicht. Du hast ja mehr Kirby gespielt als ich. Ja, ich weiß. Also ich weiß, der erste Teil von Kirby war verdammt definitiv nicht. Meinst du, kannst du wieder zurück in die Tür? Nö, ich geh jetzt ja weiter. Ist mir jetzt wieder weiter. Der erste Teil von Kirby war es definitiv nicht, der für das NES. Weil da gab es ja noch kein Multiplayer. Deswegen weiß ich das so genau. Bin ich nicht clever? Für NES? Ja. Gab's noch kein Multiplayer dafür? Nee. Den gab es nicht. Na gut, dass man das mittlere gerade aus Versehen. Ja, definitiv. Seiru-Schwert. Kennt ihr das? Das ist ein schönes Schwert. Das ist bestimmt auch sehr scharfschneidig. Ja, genau. Komm, das hast du jetzt gedacht, ich dir machen. Natürlich, natürlich. Ah, guck mal an. Na? Ja, du musst noch was sagen. So. Ich muss hier nebenbei immer mal wieder auf den Chat gucken. Nicht, dass hier irgendjemand was ganz Wichtiges schreibt. Aber ich habe schon alles Wichtige vorgelesen. Und weil das Spiel, also dieser Teil so groß ist und es kein Ende gibt, kann man hier nämlich auch speichern. Ist gar kein Ende? Na doch, es gibt ein Ende, wenn du alle Items gefunden hast oder so. Genau. Oder wenn du am Ende, wenn du am theoretischen Ende ankommst, fängst du von vorne wieder an. Irgendwie so war das. Hm.
weiß ich nicht. Wir haben ja jemanden, der dazu auch noch was sagen kann. Ja. Der ist gerade im Chat aktiv. Ich hab keine Ahnung, was er dazu sagt. Wie immer. Ich kann gerade nicht so gut lesen. Ja, du könntest dich mal bewegen, sonst muss ich ja nicht immer den Arsch retten. Ja, okay. Das sehe ich vollkommen ein. Halt! Nein, wieder falscher Knopf. Du solltest dir die Taste vielleicht woanders hinlegen. Wie wär's denn damit? Nee, ich lasse das schön original. Komm, wir gehen jetzt hier einfach weiter. Wir wollen noch ein bisschen was von den Level zeigen. Aber das Spiel ist trotzdem nice. Wie gesagt, wie ich vorhin schon mal, glaube ich, sagte, auf dem Super Nintendo, also Treffen von den SNS Projects, habe ich das Spiel schon mal gespielt und es war sehr nice. Also kann man es auch machen, nicht? Boah, wenn du jetzt den Hammer wolltest. Eigentlich wollte ich ihn schon haben. Warum eigentlich? Ich finde ihn komisch. Ich finde den Hammer ganz nützlich. Hier war der Bug, ne? Ja. Mal gucken, ob wir den wieder provozieren können. Mal gucken hier. Auf jeden Fall war dann hier diese blaue Flamme. Die war schon verbuggt. Von der Grafik her. So. Nein, ich will nicht wieder hoch, Mann. Und meine Fresse. So. Und danach war dann auf einmal genau hier ein Grafikbug. Und auf einmal fing Kirby an mit Tanzen und hat dann gesagt, ich mach nicht mehr weiter. Tschüss. Um es genauer zu erläutern, die Kanone hat sich fast dupliziert. Die Grafik sah aus wie die geteilte Kanone. In vier verschiedene Vierecke. Verschoben. Und mit ein paar Pflanzen. Genau. Irgendwann sind wir eingesaugt worden von der Kanone. Ja. Und dann wurde die Abschlusssequenz von Finn Level. Vom normalen Level gestartet. Ganz genau, so war das. Und danach konnte sich Kirby nicht mehr bewegen. Ja. Also ich konnte noch Menü aufrufen und alles und das ganze Spiel ist noch ansonsten normal weitergelaufen. Aber mehr ist nicht passiert. Warte. Okay. Boah. Der war fies, Mann. Gehen schon wieder die AP-Zahl aus. Noch zu dir. Bitte schön, auch wenn es nicht viel war. Ich hoffe, es hat dir was genutzt. Ja, mal sehen. Ja, wenn du stirbst, hole ich dich einfach wieder. Du bist ja mein Helfer. See ya. Komm her, Mann. Yes, komm, nimm einfach. Friss oder stirb. Oh. Jetzt will ich auch einfach sterben lassen, wenn er jetzt meine Waffe. Nee. Ich kann bloß eine Kraft gleichzeitig haben. Ja, stimmt. Da gab es doch spätere Kirby-Teile, wie zum Beispiel Kirby 64. Kann ich mich genau erinnern. Ja, zack, das mal. Ja, wo du die Kräfte kombinieren konntest. Ganz genau, das meine ich. Das war richtig geil, finde ich. Die Idee dahinter war definitiv gut, cool. Gut. Im Endeffekt kannst du sagen, dass du versucht hast, mit Kirby noch was reinzumachen. Mhm. Kannst du dann mal aufmachen, bitte? Warte. Ja. Da auch noch? Getroffen. Wo ist er denn? Da. Der nächste bitte? Ja. So. Sehr gut. So. Das war auf jeden Fall cool. Ja, Red, du darfst einen rauchen gehen. Ach, er guckt auch mit? Ja, der guckt inzwischen mit zu. Er hat's geschafft. Wäre natürlich schön. Noch geiler geworden, wenn er noch vorbeigekommen wäre, aber so ist es auch okay. Ja, dann hätten wir aber was anderes ausgraben müssen, wenn Kirby zu dritt geht, nämlich. Secret of Mana? Ja, aber das kennt doch man schon. No? Jeder würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein verdammt cooles Spiel. Wo müssen wir jetzt lang? Ich denke mal, wie es handelsüblich ist, einfach nach rechts. Oh, man findet man eine Tür. Warum gehen wir dann nach rechts? Weil ich blöd bin, ja. Warum gehen wir dann nicht nach rechts? Mein Gott. Weil du vorlatscht und ich dir folgen muss? Ah, okay. Oh ja, hier geht's weiter. Guck mal, Leute. Nice. Kaputt machen? Ja, bitte. Das sieht jemand da auch kaputt machen, sag mal. Probier mal. Ich mach mal das gerade kaputt. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Hätte das sein können. Springzeit! Warum ist das auf einmal übersetzt? Die anderen Items waren nicht übersetzt. Vielleicht lohnt es sich ja bei dem Item. Wer weiß. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Eigennamen selbst übersetzt war nicht. Ja, jetzt hat er mich geklaut, die Ratte. Komm, mach gut.
So, ich hau erst mal ab. Ich nehme den. Immer eine gute Wahl. Genau, den. Und der heißt für mich nicht Schwert-Kirby, sondern das ist für mich Link-Kirby. Man kann ja nun sagen, sich fragen, war Link vorher da oder ist er da? Ja, für mich, pass mal auf, für mich ist Kirby das allererste Pokémon. Ich denke dabei in Richtung Ditto. Nicht so lange schlagen werden. Weil Ditto konnte ja auch schon kopieren und Kirby würde wunderbar auch in die Welt passen. In die Pokémon-Welt. So, wenn er jetzt mal aufhört mit dem Mist hier. Autsch. Ich glaube, wir werden hier total versagen. Definitiv werden wir hier versagen. Alter! Oh, jetzt hast du aber Glück gehabt. Na genau, den von Kirby. Das sieht aber scheiße aus. Ich kann nichts weiter hier machen. Ich muss hier warten bis. Wieso ist denn der jetzt wieder voll? Juhu! Der hatte doch gerade 0 HP, wieso ist denn der jetzt wieder voll? Wer hatte 0 HP? Du hattest 0 HP. Der Boss. Nee. Der Balken war fast weg. Der war fast voll. Halt, wollen wir mal zurück? Ja, geh, versuch mal zurückzugehen. Ich mag den da nicht. Der ist mir ein bisschen zu schwer. Ich glaube, es gibt niemanden auf der ganzen weiten Welt, der den mag. Boah, Jet Kirby. Geil. Ach, jetzt hab ich den, du da hast. Alright. Ich nehm den. Are you ready? Immer. Wir kommen, Raketen aus dem Hintern. Na klar macht er jetzt hier gleich den Special Move. Ja. Na, muss ich noch was dazu sagen? Eigentlich nicht. Aber irgendwie sieht doch cool aus, der Braun-Kirby. Ah, verdammt! Alter! Du vielleicht, aber ich sehe scheiße aus damit. Das ist doch unmöglich hier, was ist denn hier los mit dem Spiel? Jetzt trifft er mich bestimmt wieder und... Alter! Ich hab den schon auf dem NDS gehabt. So, das habe ich aber gegeben hier, der Trickser oder geh mal gar nicht. Ach ja, meine Lieblingsattacke, stimmt. Feuer. Ne? Wer wäre? Das da, kennst du doch. Ich musste mich gerade mal eben verwandeln. Tut mir leid. Aua. Ach, deine Lieblingsattacke von Smash Bros. Genau. Ach so. Irgendwie treffe ich den. Ich bin. Ich treffe den Ofen überhaupt nicht, aber wir haben gleich. Ja, werde ich auch. Boah, das hat gut gemacht. Das war knapp, ey. Boah. So, weiter geht's. Willkommen zurück, Red. Wewe. Gib mal was ab. Bitteschön. Und, halt! Oder sind wir da gerade rausgekommen? Ja, sind wir gerade rausgekommen, du Meister. Ich habe bloß eine Tür gesehen. Ja, ja. So, geht's jetzt mal vorwärts oder was? Ist ja schön. Knall. Knall, knall. Knall. Ich dachte, hier war was. Ja, was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Keine Ahnung, eine Gurke? Eine Gurke wahrscheinlich, ja. Oder eine Zucchini. Keine Ahnung, Gemüse. Esse ich nicht. Weißt du ja. Alles was grün ist wie ein Schnitzel, kommt bei mir nicht auf den Teller. Genau. Ah, schade. Ich habe mir mal seit Sonic the Hedgehog den ersten Teil auf dem... Was ist jetzt hier? Komisch. Auf... Ich glaube, da musstest du wieder rein, dann kommst du... Nee, oder nicht? Seitdem... Und zwar den Teil auf dem Master System, den gab es auch mal, dann glaube ich auf dem Game Gear, wie es glaube ich hieß. Ja, ich glaube, das ist Game Gear. Im zweiten Level war es nämlich so, dass man nach links gehen konnte und dort war ein Leben versteckt. Und seitdem gehe ich immer erstmal prinzipiell in die falsche Richtung. Ah ja. Prinzipiell. Wirklich jetzt, in jedem Spiel. Selbst bei den Shootern. Da könnt ihr ein Leben. Du hast dasselbe Problem? Mhm. Hä? Bitte, bitte. Hm. Oh, da gehen die Frames aber ordentlich in den Keller. Oh ja. Definitiv. Boah, wie das laggt. Durch die ganzen Grafiken, die ja sind, wahrscheinlich. So.
Jojo Kirby. Aber ich habe ehrlich gesagt, seitdem ich den Set nicht benutze, habe ich bei keinem Spiel in irgendeiner Form Next, außer ich benutze das auf einem Rechner, der gerade mal 100 MHz hat. Ja, aber du machst ja auch keine Livestreams, die gleichzeitig komprimieren und das Video zu machen. Gut, das könnte auch natürlich sein. Allerdings habe ich auch einen stärkeren Rechner als du. Ja, und eine stärkere Grafikkarte, bla bla bla. Das schließt das ja mit ein. Nein, nicht automatisch. Ja, bei dir schon. Komm schon hoch da! Ja! Ist ja nice. Wollen wir noch was anderes machen? Was? Nö, egal. Können wir eine Runde Dragon Quest 3 reinmachen, Beta-Test. Kannst du auch mal, ich glaube nicht, dass das Multiplayer ist, oder? Nee, ist schon kein Multiplayer, aber du kannst gerne miterzählen. Dann uns deine Erfahrungen mitteilen. Ich habe Dragon Quest bis auf die 9, glaube ich, nie wirklich gespielt. Auch die 9 habe ich nie wirklich. Das war gerade eine coole Ability. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ups. Stacheln sind scheiße, ne? Ja. Ups. Konfuzius sagt. Nein! Ja, okay. Ich gehe einfach mal weiter. Naja, ich komme hier hinterher. Ich ignoriere dich einfach mal. Jawohl. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie falsch abgebogen, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Das war nämlich eins der ersten Level hier. Nein! Und du hast den Chat verpasst. Habe ich gerade auf den Chat geguckt, aber ich blöd. Naja. Also, okay. Mega Man Soccer. Ja, genau. Ja, Mega Man Soccer können wir mal reinmachen. Muss ich aber links noch runterladen. Dann mach das mal. Kurze Aufgabe. Ja. Ich zeige euch dann an dieser Stelle einmal. SNES Project müsste man so ganz gut sehen können, nehme ich mal an. Hier ist der Download-Bereich für alle die, die es halt noch nicht kennen. Die Übersetzungen gibt es ja SNES, NES und so weiter und so fort. Gibt es echt eine Menge und interessant sind jetzt vor allem die Super Nintendo-Übersetzungen. Kann man sich entweder mal so durchgucken, was da noch so Schönes ist, oder wenn man schon weiß, was man braucht, geht man dann halt hier hin. In die Suche, gibt das dann schön ein und stellt dann fest, Mensch, da ist ja echt eine ganze Menge was hier. Die haben sogar manche Spiele mehrmals. Hier Mega Man X2, einmal, zweimal, dreimal. Wahnsinn. Mega Man Soccer, das ist gerade von Interesse. Laden wir uns mal direkt herunter. Die ganzen Infos könnt ihr euch natürlich hier nochmal angucken. So. Und da drin ist immer eine IPS-Datei. Das offizielle Patch-Format. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was dazu, weil das selber für mich ganz neu ist. Entpackt man einfach irgendwo hin, freut sich dann drüber. Dann sucht man sich dann das entsprechende ROM. Mega Man Soccer in dem Fall. Schauen wir mal. Mega Man Soccer USA ROM. Na, das klingt doch gut. So, runterladen. Da seht ihr das auch mal live, wie man das halt macht. Für die ganzen Anfänger unter euch ist das sicherlich interessant. Direkter Download. So, dauert jetzt hier alles ein bisschen. So, das entpacken wir auch in den gleichen Ordner. ZNES Translation habe ich mir da extra für angelegt. Dann gehen wir mal in den Ordner rein. Trans, und ganz wichtig ist, dass die IPS und das ROM-File selber den gleichen Namen haben. Deswegen benenne ich das einfach mal um. So, der IPS ist wie gesagt der Patch und der ZNES wendet den Patch automatisch an, wenn man das ROM öffnet. Dann probieren wir jetzt mal aus. So, gucken wir mal. Das heißt, wir probieren es nicht. Brauchen es nicht ausprobieren, es klappt einfach. So, gucken wir mal rein. Das ist jetzt die gepatchte Version. Theoretisch. Schauen wir mal. Capcom. Mega Man Soccer. Eigentlich ein cooles Spiel. So, sieht wieder da. Sieht es aber irgendwie nach Deutsch aus. Englisch meine ich, oder? Ja, Deutsch. Ich glaube, der Patch funktioniert gerade nicht. Vielleicht müssen wir einfach mal den ZNES neu starten. Probieren wir das Ganze mal aus. Ja, das ist echt toll, dass ihr in dem Stream jetzt auch noch seht, dass du Mist baust. Ja. Press Start, Exhibition. Nö, ist immer noch genauso. Spielen wir zusammen gegen Computer? Ja, ne? Von mir aus. Geil. Welche Aufstellung darf es denn sein?
Such da eine aus. Ich bin ja ein Fan davon, wenn viele vorne stehen. Machen wir hier 2, 2, 3. So. Jetzt stehen aber, glaube ich, viele hinten, aber lassen wir das. Irgendwie fehlt ja die Hälfte ja an den ganzen Sachen. Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass der Patch nicht wirklich ins... Das kann sein, dass es jetzt tatsächlich an diesem Patching liegt. Also, machen wir mal ganz geschwind. Translation. Und deaktivieren den Patch, indem wir den einfach umbenennen, gut ist. Dann check doch mal, ob da was im Chat passiert. Vielleicht haben ja andere noch einen Einfall. Ja, das ist eine gute Idee. Kibbel steht mir auf Hautpatches. Ich auch. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. So, zu zweit gegen Computer. Ah, jetzt sieht es auch viel besser aus. Also ist entweder der Patch kaputt oder wir haben das falsche ROM an, den Patch auf die falsche ROM angewendet sozusagen. Das kommt natürlich zu Fehlern. Hey, wieso kannst du auch hier nicht blöd? Weil ich es kann. Weil ich es kann, aber das ist die super Ausrede dafür. So, was brauchen wir jetzt hier? FW, HF, DF, GK, was ist das? Genau. Ich denke mal, das erste sind die Stürmer, das zweite ist das Hauptfeld oder irgendwie auch. Ah ja, Defense und Defense. Goalkeeper. Genau. Okay, das macht Sinn. Dass man nicht immer erst dann nehmen wir wahrscheinlich als Goalkeeper. Gutsman. Gutsman. Gute Idee. Wo ist er denn? Das fette Vieh passt immer gut. Wo ist ein Gutsman? Keine Ahnung. Gutsman gibt's. Gutsman ist nicht dabei? Da. Nee. Hier. Nummer 3, erste Reihe? Nee, das ist Flashman. Ja, oder stimmt. Wie auch immer heißt. Na gut, Nummer Woodman. Woodman. So, Defense. Du meinst als Gatekeeper. Ah, okay. Warte mal, nee, als Goalkeeper nehmen wir natürlich mit einem anderen Ende, der auch ein bisschen schneller ist, würde man sagen, oder? Der muss ja vor allem schnell sein, um den Ball zu holen, denke ich mal. Airman, so. Der bläst ihn einfach weg. Genau. Tja, was nehmen wir jetzt hier vorne? Im Sturm. Ja, hier, Protoman. So, würde ich auch sagen, wie oder meine Protoman ist mir gut. So, und los geht's. Was ist jetzt? Ja, los geht's. Whatever, einfach mal probieren. So, welches Field nehmen wir denn? Irgendwie fehlt es mir ein bisschen an Musik. Oh, was ist Musik an? Nehmen wir Woodfield. Einfach mal so, für Spaß. Einfach mal draufhauen. Ich habe das Spiel schon mal kurz angespielt gehabt, aber es ist schon Ewigkeiten her. Kickoff! Nein, also B ist schon mal auf Tor schießen. Schon mal die falsche Taste gewesen. Y ist irgendwie Ball holen Dings. Ich denke mal A ist dann passen. Ne, A ist Rempel. Wenn der Gegner zumindest den Ball hat. Und passen ist er wahrscheinlich auch. Ah! Ey! Das ist blöd, warum haben die alle ja die gleiche Farbe? Mann. Wo bin ich denn nur? Ich sehe mich nicht mehr. Ich sehe mich auch nicht, ich sehe nichts draus. Oh! Boah, was? B ist irgendwie passend. Blocken, was ist das? Ball annehmen. Ja, genau. Ah, cool. Y ist dann passen. Ja, aber nicht zum Gegner. Nee, war doch nicht passen. Vielleicht war es Flanke. Ich bin so schlecht im Fußballspiel. Aber wir haben ja einen guten Goalkeeper hier. Ich glaube, Erwin war eine gute Wahl. Hm? Boah, was, Alter? Ich war gar nicht hier. So. Bumm. No. Was ich bei diesen Spielen eigentlich immer relativ interessant finde, ist, wie sich die Torwarte eigentlich bewegen. Ah ja, Protoman kann gut rennen. Boah, die ist... Bei den alten Spielen habe ich immer das Gefühl, dass du niemals am Torwart vorbeikommst. Ja. Verdaulicher, wir sind so schlecht. Na komm, dann. Boah, was? Wo bin ich denn? Ach, da oben. Oh. Die Karte stört mich etwas, dass sie da oben ist. Ich meine, ich zocke ja auch nicht viel Fußball, aber wenn auch selbst bei PES ist das die Kunden. Okay, also A ist dann sozusagen ein hoher Schuss. Ich bin dick. B ist, ich denke mal, ein flacher Schuss, wenn ich die Taste ja, ich habe das falsche rum. Ist richtig. Haben wir ja mitbekommen.
Deswegen sollte man sich immer dann die Infos durchlesen dazu dem Spiel. Aber wenigstens seht ihr, dann wenigstens habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man sich die falsche ROM besorgt. Kannst du aber in dem Fall froh sein, dass es ein Softpatch ist, wa? Naja, ein Hardpatch, da hätten wir uns noch unnötige Arbeit gemacht. Und so war es nur ein unnötiger Download. Naja, reicht doch. Boah. Ah, cool. Also mit dem Wechseln komme ich noch nicht so ganz klar. Wie kannst du den Gegner wechseln? Den Spieler wechseln? Ja, geh eben. Das ist ja das Problem. Ich nehme mal an, dass das von alleine macht. Ja, ich hasse es. Oh, was? Ich drücke auch immer auf falschen Knopf. Oh, wer ist da? Junge! Los! Pass, Mann, pass! Ah, verdammt. Pass es auf Y. Da unten. Y, keine Ahnung. Ach, ich hab den. Ja. Wie bin ich denn? So, erstmal hier einen hohen Schuss machen. Zum Gegner mal wie immer. Junge. Eigentlich ist das Spiel ganz cool, man müsste es nur beherrschen. Hm. Oh. Ist ja nicht so wie beim Soccer auf dem NES, dass du einfach irgendwo hinpasst und dann da flupp ein Ding reinhaust. Das wäre natürlich cool, ja. Einfach A und B gleichzeitig drücken, dann machst du ja Witz. Im Strafraum von hinten weggekriegt. Hast du ja schon mal irgendwie sowas wie einen Schiedsrichter gesehen? Spielen wir Mega Man oder spielen wir ja, zu Fußball sollte auch ein Schiedsrichter gehören. Ein Jeansrichter. Von mir ist auch ein Jeansrichter. Mir gleich. Oh, ich glaube, da geht ins Aus. Oder gibt's gar nicht. Oh, ja. Augenstrich haben sie nie mal, weißt du? Ja. Irgendwie muss das jetzt tierisch langweilig sein für unsere Zuschauer. Die werden ja Spaß dran haben, wie schlecht wir spielen. Ja, wahrscheinlich gibt's ja 1 Million Leute auf der ganzen Welt, die das Spiel beherrschen. Ja, oder Milliarden Leute, besser gesagt. Und wir sind einfach nur die einzigsten zwei, die es einfach nicht gebacken kriegen. Es gibt doch ein Aus. Naja, also selbst egal wie hoch die Mauer ist, drüber schießen kann man immer. Corner Kick. Hey. Ups. Oh. Schöner Kopfballversuch. Sah ziemlich scheiße aus, aber. Mein Gott. Los, Leute. Oh, what? Ach, ich. Trottel? Ja. Absolut. Nein! Ja, passt den. Boah, ja, nein! Ein super Schuss gibt's also doch. Ja, aber du musst erstmal wissen, wie der geht. Das ist wahrscheinlich ja so eine Special-Combo hier oben, unten, links, rechts, A, B, Y, R, L. Oder drücke alle Tasten gleichzeitig? R und L habe ich noch nicht ausprobiert. Da ist bei mir bis jetzt noch nichts passiert. Und er passt wieder den Gegner vor die Füße. Ey, damit du nicht zum Ball rennst, weißt du? Bin ich wieder dran schuld. Hier hast du den Ball. Y? Ja. Nee, ich glaube, das ist X in dem Fall. Also ich glaube nicht, dass man den Spieler wechseln kann. Jetzt Schuss aufs Tor an. Achso, ich bin das. Ah, verdammt. Na, 2P steht immer für Break. Achso, ich habe das gesehen. Ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja. Dann muss ich dich enttäuschen. Nein. Ich nicht. Darn it. Boah, verdammt. Das hätte ruhig ein Eigentor werden können. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber wir waren schon besser. Ich weiß, ich kann zumindest schon mal passen. So. Wo sind wir denn? Da sind wir. Boah, Kreuz vorbei, das ist auch nicht verkehrt. Ey, was ist denn hier los? Alter. Du hast ihn. Ach, verdammt, bitte die falsche Taste. Ja, dann muss man auch ein bisschen die Karte benutzen, das ist schwierig. Sehr gut. Nein. Ja, hast du Y gedrückt oder? Nee, das glaube ich war gerade B. Ja. Ich hab's gemerkt. Ah, das Mann. War jetzt Y? Ja. Scheiße. Mann, die sind überall und die sehen alle gleich aus. Ups, Alter. Nicht so schlimm. Ja, nein. Damit. Ah, guck
cool, man sieht auch auf der Karte, wo man eigentlich ist. Ja, das haben Karten so an sich. Auch beim Fußball. Zumindest bei solchen Fußballspielen. Achtung! Unter ich. Wieder ich. Ich bin unten. Nein! 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 Mann! Oh Mann, ey! So ein Blödmann. Sieht aber schon mal besser aus als vorher. Oh ja, definitiv. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. So, da. Boah, das war knapp, ey. Ja, wer weiß, ob der da nicht dran gekommen wäre. Ja, das stimmt allerdings. So, wollen wir mal ein bisschen hier die Aufstellung ändern? So, wir sind. Wir sind A und das ist B. Und du hast halt die Wahl zwischen den vier Formationen. So, welchen nehmen wir denn? So? Von mir aus. Du entscheidest. Du bist Captain. Ich gehe mal davon aus, das ist irgendwie Ersatzbank oder so. So, warte mal, wo ist ein Protoman hin? Pack mal den einen Protoman ein bisschen nach hinten. So. Ja, wenn, dann hätte ich ihn ins Mittelfeld gestellt. Nö, der kommt jetzt von hinten. Genau, Protoman in Abwehr. Na? Du weißt, wie aggressiv Protoman sein kann? Ja, schon, irgendwie. Bisschen. Ich finde mich nur gerade. Boah, hast du das gesehen? Der hat einen Fallrückzieher gemacht, Alter. Echt, ja? Nicht gesehen. Oh, Woodman, weißt du, er hat wieder voll verkackt hier. Ach, wieder die falsche Taste, ich hasse es. Ja, das nächste Mal bringst du halt ein Kabel mit. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn du nichts sagst, dass du einen Livestream machst oder so. Ich wusste es ja selber erst seit heute früh. Ist ja interessant. Sowas merkt man so früh, ja. Ja. Oh, Wetterzone, der. Werde aggressiv. Okay, aus gibt's doch. Wie gesagt, man muss nur über den Mauer schießen. Mhm. Kicken. Aber ich denke mal, das ist eher so Hallenfußball. Angedacht. Aber man muss doch ja irgendwie rennen können. Die sind doch schneller als wir ständig. Nee, Woodman ist nur langsam. Sehr langsam. Ja, das ist auch. Ich bin Woodman. Ich war wie ein Panzer in einem Ölfeld. Eigentlich müsste der direkt am Tor stehen. Ups. Nein, Mann, das kann man doch nicht machen. Natürlich. Können, tut man alles. Oh, lol, ich war zwischendurch offline mit dem IRC. Ihr könnt auch noch im IRC besuchen. Ihr seht es hier oben rechts eigentlich, theoretisch zumindest. Wie der Kanal heißt, Raute LOM Pick Hunter minus LP. Im EU-IRC natürlich. Danke. Sehr gut. Das war aber der Gegner, das war nicht ich. Ist egal. Los, renn! Mist. Alter, ich bin gar nicht aggressiv hier, Junge! Bin ich denn irgendwie nicht? Komm, zieh, zieh, zieh! Alter! Ja, das gibt's doch nicht, ey! Mann! Nur ein Tor sehen. Ey, ach, wie hast du das gemacht? Ja, jetzt spiel wieder damit rum und kick mal ein Tor rein. Machen wir lieber anders, sehen wir ja auch nicht mehr. Ah, nein! Ah, Mann, ich kann doch nicht einfach aufs Tor schießen, wenn ich noch nicht am Tor bin. Das kann doch nicht bringen. Ja, sehr gut. Nein! Nicht fausten, fang das Teil. Nein. Blöde Ratte. Oh, was? Das war nicht jetzt aber deine Kunst. Du hast zu mir gepasst und ich hab geblockt. Macht ja nichts, passiert halt auch mal. Verdammt. Na. Weißt du, wechselt hier der Charakter? Damit ich auch ja schön. Oh, wieder die falsche Taste. Vor. Ja? Komm schon! So wird da kein Tor draus. Doch, da wird ein Tor draus! Das geht doch nicht! Ich hab's doch genau gesehen! Ich hab's genau gesehen! Das ist Schmu! Also das war ein bisschen zu unrealistisch. Also übertreiben kann man es ja immer mal wieder, aber das war. Der war eigentlich einen Kilometer am Torwart vorbei und das Ding fängt trotzdem. Fiese Sache, ey. Und unserer Wester, der nicht. Na gut.
Man muss nur den Ball auch kriegen. Alter. So eine dumme Sau. Das ist immer blöd, dass sie dann automatisch hochhüpfen, ja? Hüpfen die echt automatisch, ja? Nee, also wenn der Gegner, du willst eigentlich in den Gegner reingrätschen, ja? Und der passt aber gerade den Ball weg, dann springt dein Charakter hoch. Ja, ist eigentlich die logischste, einfachste, sinnvollste Möglichkeit. Nee, der soll den trotzdem weggrätschen, ist doch vollkommen Schmutz. Nee, ist es nicht. Das wäre ein Foul. Hier gibt's kein Foul. Ja, und trotzdem muss man ja ein paar Regeln da aufstellen. Und so. Nee, es gibt keine Regeln. Ach Mensch, ist doch langweilig. Das ist gerade cool. Regeln sind da. Ist ja nicht so ja. wie bei International Superstar Soccer, wo man einfach mal den Torwart wegflanken kann, wenn man die rote Karte ausstellt. Huhu. Zum Glück hast du drüber geköpft. Ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an Nintendo World Cup. Eigentor mit Superschuss? Das Eigentor mit Superschuss? Also, ein Eigentor mit Superschuss kann ich mich nicht erinnern. Ja, wer weiß, was du so alles hinkriegst. Achso. Wobei ist wahrscheinlich nicht mal so unmöglich. Nein, was ich erzählen wollte dazu eigentlich ist, alle Gegner einfach wegfaulen, bis sie dann einfach nur am Boden liegen bleiben. Naja, das ist auch gut. Der geht nicht auf den Ball, was ist denn hier los? Blöde Frage, kann das sein, dass du einen von diesen Flash oder Woodman oder was auch immer das einen Angriff gesetzt hast? Ja. Hab ich schon erwähnt, dass das Ding so sträge ist wie ein Panzer am Ölfeld? Ja. Uah! Jetzt wäre es beinahe passiert, hast du gesehen. Guck dir das an! Alter! Na gut, ich dachte, man kann ja die Aufstellung noch ändern oder so. Das ist doch blöd! Kannst nur froh sein, dass die Torwarts in dem Spiel etwas overpowered sind. Overkill? Ich bin dick! Wow! Alter, so hin musst du machen! Zum Tor! Ja, nur dummerweise hat er mich gerade weggeflankt. Ungemein. Bösartig. Also, siehst du doch, Woodman ist unten ganz gut. Vorne. Wenn er immer vorne ist, dann ist er vorne. Naja, verdammt. Das war blöd, ja. Ja! Los jetzt, go! Los, drück! Yeah, damn it! Oh. Na klar steht da vorne, ja. Da steht die ganze Zeit einfach so mal einer rum. Das Interessante, der macht einen Volley aus der Rücklage zum Tor. Und trifft auch noch das Tor. Ups. Nicht so schlimm. Also mit L und R kann man schon mal keine Spieler wechseln. Also Spieler wechseln geht ja völlig automatisch. Etwas anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Vor. Ja. Wir haben verloren. Aber auch bloß 1-0, das war das erste Spiel. Ja, okay. Ich sehe es ja. Puh. Mega Man Soccer. Deluxe. Was sind noch für Optionen zum Beispiel? Oh. Schuss, Pass, Clear. Ah. Weiß ich Bescheid. Keeper Auto Manual. Zum Glück war der auf Auto. Okay. Wollen wir noch eine Runde Street Fighter reinhauen, sagst du? Ja, du willst ja unbedingt, dass ich mit Tastatur spiele. Ich will endlich mal gegen jemanden gewinnen. Ja, gut. Das ist dann auch King of Prince. Was ist jetzt? Super Street Fighter 2 müsste es sein, ne? Ja, den New Challengers. Ich lasse dir auch eine Chance. Danke. Mit Tastatur. Ich will keine Chance, wenn dann will ich dich so platt machen. Okay, bitteschön. Naja, du nimmst den ja auch, ne? Ja, ist ja in Ordnung, aber nimm eine andere Farbe. Es geht ja schlecht dieselbe. Attack Level. Welche hätte man gerne? Such dir einen aus. USSR! Aber du darfst dich erstmal ein bisschen einspielen. Versuch's auch. Gut. Krass mit Tastatur, Alter. Ja? Geht's? Naja.
Nur R und L sind jetzt ein bisschen blöd gelegt für dich, ja? Nö, eigentlich nicht. Wow! Verdammt! Aua! Wie das hier klickert. Naja, hallo, ein Beat'em'up mit einer Tastatur zocken ist. Alter, das sieht aus wie Tanzen hier. Das war so echt ein bisschen. Na, scheiße, Zeit vorbei. Hab gewonnen. Naja, ganz knapp. Jetzt wollte der Hadouken wollte nicht mehr irgendwie aus irgendeinem sinnlosen Grund. Ich muss erstmal wirklich mal rauskriegen, was da nun schlagen, was da was ist. Gut. Schlagen. Komm mal. Ja. Okay. Das fand ich gerade witzig, ja. Mhm. Jetzt krieg ich das Hadouken nicht mehr hin. Nein! Blöde Sau. Boah! Junge! Das mit der Tastatur. Ja, man, ich glaube, man hört es. man muss ja ein bisschen auf die Tasten hacken, sonst wird das ja nichts. Warte mal, wieso geht denn ja nicht mehr? Jetzt ohne Mist. Jetzt geht er wieder, okay. Alles gut. Wow. Aua. Ja, verdammt, ey. Wisst ihr, fucking Uppercut hier. Nein! Nein! Fuck! Penner! Ach, das wird toll. Wenn wir das nächste Mal alle beide mit Controller spielen, wird's aufregend. Du könntest einfach ein paar Kabel mehr organisieren. Wie wär's damit? Ich hab hier 1000 Kabel rumliegen. Ja, man sieht's. Wo? Dann frag das deine Frau. Mach ich. Ich bleib mal bei dem. Und ein bisschen Variation reinbringen hier. Ja, diese Variationen zwischen Ryu und Ken ist, ja, ne? Ja, na, vom Charakter halt. No. Wow. Wurscht. Mann. Nein! So. Alter! Ich spring genau rein. Bei mir ist das gerade ein bisschen zum Brechen. Hast du nicht gesagt, dass das D-Pad an der PSP irgendwie manchmal nicht so richtig funktioniert? Unter anderem. Aber auch bloß, weil die Gummis einfach ausgeleiert sind nach der Zeit. Verdammt! Ratte! Alter! Verdammt! Dass der immer per Zufall kommt, der Uppercut. Ja, ja, aber gerade war er gut. Das sah auf jeden Fall sehr schick aus, ja. Nein! Alter, jetzt kommt er auf immer wieder. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Platz gemacht. Ja, man hat's gesehen. Oha. Nein. Nein, Mann. Man muss doch auch blocken, wenn ich auf Blocken drücke. Hast du aber nicht. Ja, das liegt ja an meinem Bug. Weißt du? Wie gesagt, also ich, wenn du eine gebrauchte PSP hast, wie ich es hatte, dann kann ich dir diese Gummimatten echt nur empfehlen. Ah. Gibt's bei meiner auch? Ja, das Problem ist hier, der Stick macht sich manchmal ein bisschen selbstständig. Muss nur runter. Ja, das habe ich bei meinem auch, aber da weiß ich nicht, wo der Fehler dran liegt. So, und nach dem Kampf machen wir Schluss. Wir haben es ja schon nach 8. Spielen wir noch eine Runde in England. Die Chemie Stage. Und dann gehen wir nach Hause. Best of 3, wa? Ja, bitte. Alter! Boah. Jetzt
zum Glück weiß ich, dass du das immer zweimal hintereinander machst. Was? Alter! Ja, ich bin im Sprung immer zu langsam. Ich drück immer zu spät die scheiß Spätentaste. Vielleicht drückst du einfach zu früh? Nee. Ich. Immer wenn. Am besten gesagt, immer wenn du mich gelatscht hast, trete ich dich. Oder versuche ich dich zu treten. Ah, okay. Alter, es geht schon wieder los hier. Mann! Nein! Ich wollte nicht so einen fucking Super Nintendo Controller für den PC, Mann! Das geht mir voll auf den Sack! Na, wie gesagt, das D-Pad von der PSP ist, wenn es alt ist, nicht das Beste. Da kommst du mit dem Joystick, glaube ich, besser klar, aber der macht sich ja manchmal selbstständig. So. Boah! Was war das jetzt für eine Scheiße hier? Wow! Kann ich eigentlich hoch? Merkt's. Oh Mann! Niemals! Nein! Fuck! Yes! So. Sehr nice. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle damit den Livestream. Wir haben euch ein paar wunderschöne Spiele, glaube ich, vorgestellt. Ein paar wunderschöne Übersetzungen haben wir euch vorgestellt. Das Ganze gibt es dann nochmal bei YouTube. Das werde ich dann noch hochladen. Jetzt gleich im Anschluss. Ja, du bist dann auf YouTube, ich weiß. Ja, toll. Aber es weiß ja keiner den richtigen Namen, außer ich. Und Red. Ja. Und alle anderen aus dem Forum. Vom Forentreffen, meine ich. Naja, ist jetzt auch. Die können sich eh nicht dran erinnern, außer dass ich mir in Smash Bros. Tyrisch eins aufs Maul gegeben habe. Ja, nein. Musst du jetzt nochmal sagen, sorry. Du mit deinem Toon Link, Alter. Naja, ich kann nichts dafür, wenn ich gut umgehen kann. Also, okay. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir hatten doppelt so viel Spaß, weil wir ja zweimal was gemacht haben. Einmal offline und einmal online. Du und deine Vorschau. Das nächste Mal bitte richtig. Beim nächsten Mal ist halt besser, nicht? Also, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin und ciao.